Hallo Leute, weiter geht's mit Millennia. Wir sind fertig hier, könnten aber mal noch ein paar Nutzschiffe generieren. Hatten wir ja schon lange vor, aber irgendwie nie dazu gekommen. Nikomedia, ihr seht's hier, 112 Nahrung, das ist marginal. Fehlt übrigens, glaube ich, auch noch eine Mühle. Ja. Aber Nikomedia, ich glaube, wir werden uns hier nicht so auf die Landwirtschaft versteifen können. Einfach, weil der Platz fehlt. Wir kommen ja besser mit Nutzschiffen. Halt. Nutzschiff erstellen. Und... oh. Das hat einen Cooldown und es wird auch teurer. Aber wir brauchen es. Nützt alles nichts. Das können wir übrigens noch einsammeln. Fischerboote. Sehr schön. Aber da sieht man, wie wenig das bringt. Ne? Also das, ich glaube, waren das 112 oder so? Jetzt sind es 123. 10% ja gerade mal. Das ist schon... heftig. Und Unruhe scheint es ja auch zu geben. Ja. Ja, wir müssen den Frieden schließen mit dem Vereinigten Königreich. Wir müssen schleunigst halt Liverpool versuchen zu erobern, so wie es halt unser Plan ist. Und Manchester, ich weiß nicht, warum die so lange brauchen. Ja. Wir können ja mal eine Armee da hochschicken. Bloß so just for fun. Wir wollen keinen Krieg. Wir wollen nur eine Armee da hochschicken. Also wir sind ja sowieso schon im Krieg mit denen. Aber die müssen auch erstmal ausheilen hier. Komm, einfach Runde beenden. Genügend gequatscht, sah du Mensch. Das Osmanische Reich hat die offene Grenzen. Uns aufgekündigt. Frankreich lehnt offene Grenzen ab. Supi. Händler in Rom. Ach, nö. Euer Ernst? Weil der drüben war? Beziehungsweise, die haben den zurückgeschickt. Wartet mal. Bei Einsatz generiert Vermögen 5. Bei Einsatz generiert Vermögen pro Einwohner der Hauptstadt 1. Wartet. Göteborg. Ich bin verwirrt. Also wahrscheinlich ist er zurückgeschickt worden von irgendjemanden. Den schick mal wieder rüber. Güterherrn. Mach das mal. Weiß nicht genau, ob wir die zusammenziehen wollen. Sind halt Bewegung 60, Bewegung 30. Aber um halt hier so ein bisschen zu kämpfen, ist es okay. Dann lasst sie mal zusammenziehen. Ad hoc. Oh, geht schon gar nicht mehr. Das Skorpionsboot hat keine Bewegungspunkte. Ja, es sollte eigentlich heilen. Aber ich will trotzdem mal... nee, komm. Ich will gucken, woran es hier hapert. Habt ihr den noch gar nicht angegriffen? Was macht er denn? Meine Güte. Das ist der Händler. An Land gehen. Ist noch ein Händler. Kommen die dann nach ein paar Runden wieder, die Händler? Könnte auch sein. Ab nach Vasteras. Dann geht das vielleicht weg. Müssen wir mal testen. Wir behalten weiter Göteborg im Auge.
testen es ja gerade. Schaut mal hier. Tiefsee-Anomalie. Ich wollte gerade sagen, Tiefsee-Kolonie. Das wäre cool, wenn es das ja auch gäbe. Ich weiß gar nicht, in welchem Ziff das war. Da konnte man dann auch das Meer besiedeln. Kriegs-EP oder Erkundungs-EP? Wir nehmen mal Kriegs-EP. Gibt es noch irgendwo eine Anomalie? Daumen. Ja, offene Grenzen, abgelehnt, Frankreich. Oh, tropischer Regenwald, eine Expedition verfügbar. Dann bitte dahin. Heilen. Die Plünderschar. Ja, eigentlich nach Nicomedia. Verbesserungspunkte. Warum, wollte ich gerade sagen, warum die KI das ja sich nicht gönnt. Aber ja, da kommt gerade ein KI-Schiff, ein Held. Odysseus. Oh nö, der schnappt uns hier beides weg, oder was? Noch ein Conquistador. Noch ein Conquistador. Noch ein Conquistador. Ja, du stehst halt jetzt vor den geschlossenen Grenzen. Sowohl Frankreich als auch die Osmanen. Da gibt es nur eins zurück. Und normalerweise hätte man den jetzt auflösen müssen, weil da hättest du ja nur hier hin und her dich bewegen können. Aber so kriegt man ihn halt zurück. Super. Technologie erforscht. Merkantilismus. Die Wirtschaftspolitik des Merkantilismus war darauf ausgerichtet, die Wirtschaft einer Nation zu isolieren und zu schützen. Er steigerte die lokale Effizienz und Produktion, indem er Exporte gegenüber Importen bevorzugte, Wohlstand anhäufte und Vorschriften und Zölle so anpasste, dass sie den Handel zugunsten des Heimatlandes beeinflussten. Gießerei wandelt 4 Stahl oder Waren in 4 Werkzeuge, 8 Produktion um. Ja. Arsenal wandelt 2 Stahl oder Waren in 2 Gewehre, 4 Kriegs-EP um. Wichtig. Und ach, deswegen haben wir den Händler bekommen. Leute. Schwupsdiwupps. Weil wir die Forschung abgeschlossen hatten. Was machen wir noch? Wir nehmen mal eins der anderen Zeitalter. Ich hatte mir das hier mal angeguckt, was wir da noch nicht genommen haben. Warum? Einfach weil wir es können und das einfach ja, nur eine Runde dauert. Schwupps, Pferde. Wollten wir noch irgendwas machen? Unten zugucken, wie uns die Franzosen die Tiefsee-Anomalien wegnehmen. Oh, wir haben aber auch genügend Kriegsführung zusammen, um hier die Grenadiere rauszuholen. 25, 36. Wow, der Unterhalt ist natürlich exorbitant. 43, 35. Gegen Fernkämpfer besonders gut, aber die sind halt gegen Linieneinheiten besonders gut. Ja, was soll's, komm, wir holen uns die Grenadiere. Grenadiere der alten Garde. Und dann gucken wir hier rein.
Nö, die können wir jetzt nicht holen mit Kriegs-EP. Musketiere, der hat das ja Mist. Hätte gedacht, das läuft dann so. Da ist der Grenadier der alten Garde. 66er Kampfstärke. Eine einzige Einheit, wenn wir an die Plünderungstruppen denken. Das ist dreimal so stark wie so eine Plünderschar. Aber okay, die Plünderschar hat ja auch schon vor, weiß nicht, zigtausend Jahren uns gute Dienste geleistet. Sonst noch was wir machen könnten? Wir könnten noch nennen. Nee. Wir haben kaum noch offene Grenzen. Die Osmanen haben die Grenzen geschlossen und die Franzosen wollen gar keine offenen Grenzen. Wie sieht's denn mit Brasilien aus? Den haben wir noch offene Grenzen. Wir könnten auch mal noch einen Händler nach Brasilien schicken, auch wenn das richtig, richtig lange dauert, aber egal, machen wir. Jetzt geht's. Runde wenden. Da wurde ein Mensch aus der Hand gegriffen. Das Vereinigte Königreich hat uns ein Geschenk gesendet. Oho. Seid gleich Geschichte. Anomalie. Kriegs-EP. Ja. Hier gibt es auch noch mal richtig viel Anomalien. Sehr schön. Bevor ich es vergesse, wir gucken uns das mal hier unten an. Nö, der ist einfach stehen geblieben. Soll uns recht sein. Dann schnappen wir uns das hier alles weg. Ja, nehmen die Diplomatiepunkte. Und hier holen wir uns Kriegs-EP-Punkte. Bewegung fortsetzen. So, Bewegung fortsetzen. Da könntest du dort noch reinpassen. Wir können, seht ihr das gerade, wir können die Musketiere gar nicht zu Musketen-Einheiten umwandeln, aufwerten. Das ist blöd. Ein Händler, Ore Pro. Regionale Hauptstadt, ja, das ist doch eine regionale. Hä? Wir sind doch in dem Gebiet jetzt hier. Oder müssen wir da noch näher? Ach, wir müssen noch näher ran. Der steht im Weg. Der Gesandte ist im Weg. Ganz toll. Dann halt so am Haufen Schaufeln. Müssen wir uns gleich mal drum kümmern. Noch ein Händler. Abisevi nach Brasilien. Abisevi. Was für ein Spruch. Attacke! Versenkt. Jetzt ist Manchester gleich Geschichte.
Wow, schaut mal, fast 300 Kampfstärke. Na, die Konquistadoren. Da sind ja noch nicht mal Musketen mit dabei. Es sind halt nur die Armbrustschützen. Händler Masteras. Da wollten wir zum tropischen Regenwald. Und die Armeen sollten wir auf jeden Fall jetzt aufwerten. Zählen als Linientruppen, das sind gar keine Fernkämpfer. Aha, was haben wir denn jetzt als Fernkämpfer? Nur die Grenadiere, oder? Und die Armbrustschützen im Moment. Wo ist denn der Grenadier von uns? Der einzigste Endgrenadier hier unten. Ne, auch eine Linieneinheit. Wartet mal, was sind denn da jetzt? Ich bin gerade verwirrt. Was ist denn für dieses Zeitalter jetzt unsere Fernkampfeinheit? 3 Dragoner, auch Linieneinheiten, Musketen, Grenadiererlinie. Linie. Kundschafter. Einheit. Armbrustschützen oder was? Im 17. Jahrhundert? Noch im 16. Jahrhundert, na gut, okay. Aber es sind schwache Fernkampfeinheiten. Die brauchen wir jetzt nicht mehr. Also jedenfalls nicht in unserer besten Armee. Das soll ja unsere beste Armee werden. Ritter ist okay. Den Rest werden wir noch aufwerten. Und hatten die hier Stadtmauern? Steintürme hatten die. Ja, dann nehmen wir die Riesenarmbrust mit. Riesenarmbrust reinziehen. Wir warten auch nicht auf den Grenadier. Und hier noch die Musketentruppe. Los. Repariert euch noch ein bisschen. Los geht's. Halt, stopp. Was ist denn mit euch? Haben wir euch geteilt? Das geht also auch. Also nur die werden dann eingeschifft, die noch Bewegungspunkte haben. Und ihr werdet als zweite Armee dann mal hinterhergehen. Schon fehlt es an Kriegs-EP. Krass. Wir brauchen Kriegs-EP. Nein, keine Diplomatie. Aber wir nehmen mal die 200 Vermögen. Damit wir einfach für das nächste Chaos-Event genügend Geld zusammen haben, um das vom Hals zu halten. Verbesserungspunkte raus. Oh ja, wir müssen die Verbesserungspunkte ausgeben. Technologie auswählen. Ach so, die Pferde. Sehr schön. Wollen wir noch irgendwas uns hier gönnen? Im Bau vielleicht noch irgendwas? Ja, Katapult. Wir haben ja die Riesenarmbrüste. Steinmauern. Steintürme. Ja, komm. Bauen wir das noch. Also, erforschen wir das noch. Und die Schaufeln ausgeben. Die Regionen mal wieder hier öffnen.
Abydos, Abydos, Abydos. Da bist du. Was brauchst du denn? Eigentlich gar nichts. Ihr habt genügend von allem. Außer Produktion. Ja, Produktion braucht er. Sägewerk. Aus 4 Stämmen, 2 Produktionen, Bauholz, noch mehr Produktion. Das klingt doch aber nicht schlecht. 19 haben wir jetzt hier. 19. Ihr habt aber noch keinerlei Stämme, genau. Dann lasst doch erst einmal. Ach, das sind die Poeten. Acht Vermögen in Gedichte und eine Kunst-EP um. Holzfällerlager, hier haben wir's. Bringt leider auch nur einen Stamm. Naja. Und gleich noch ein Holzfällerlager. Ich glaube, man kommt besser, wenn man hier draufklickt und dann sagt, baut einfach mal noch ein Holzfällerlager. Und jetzt reicht es nicht mehr aus für ein Sägewerk. Da brauchen wir nämlich 36, aber ich vergesse das sonst bis zum nächsten Mal. Bis zur. Na, wobei, wir haben noch 10 Minuten. Egal, komm. Wir holen hier öffentliche Verbesserungen raus. Schwupps. Und jetzt reicht es nämlich auch für ein Sägewerk. Und jetzt haben wir 34. Das hat schon ordentlich was ausgemacht. 15 Produktionspunkte dazu. Fast verdoppelt jetzt die Produktion in Abydos. Sehr schön. Aber ihr seht auch, 100, kannst du sagen, 100 Schaufeln ausgegeben. Das ist schon enorm. Ja, Rom braucht Luxus und Nahrung. Wir müssen, das nächste Mal müssen wir mal Rom ein bisschen nach vorn bringen. Das ist mir alles zu klein noch, Rom. Hä? Sind wir dort angegriffen worden? Von Barbaren? Kann ja nicht sein. Deutschland schlägt eine Allianz vor. Ablehnt. Wir greifen uns dort an. Krebell! Ah. Okay. Da waren noch irgendwo Rebellen am Start. Volle Rebellen. Gewonnen. Auch wenn es relativ knapp war. Lausi Sheng vielleicht die Konquistatoren noch hinbringen oder nach Bristol. Wir werden sie mal nach Lao Xicheng bringen. Jetzt haben wir genügend Kriegs-EP zu sammeln. Die müssen wir jetzt da hinkriegen. Ja, und dann wartet er halt einfach mal. Und ihr wertet. Oh, Leipzig haben die jetzt hier hingebaut. Hingesiedelt. Uns egal. Weil der Gesandte hier so dumm rumsteht, kommen wir jetzt nicht an Öre pro ran. Das geht mir aber ganz schön auf den Zeiger, sowas.
einsetzen. Bringt Moneten. Das wollen wir hier auch machen. Man müsste das halt von See aus auch können. Kann man aber nicht. Das ist die einzige Landverbindung und dort steht ein Gesandter. Ach komm schon, das ist doch nicht dein Ernst, Mensch. So, Leute, das sind alles so kleine Städte, das lohnt sich nicht. Wir warten doch ein bisschen ab. Gründungs-EP. Erkundungs-EP. Ist der Grenadier. Händler. Ja, rüber nach Brasilien mit euch. Und ihr werdet die Barbaren hier dezimieren. Ich weiß, wir brauchen eine Armee auch hier unten. Das Barbarenlager mal platt machen. Telfort. Kriegs-EP oder Kultur? Kriegs-EP. Kriegs-EP oder Kultur? Kriegs-EP. Diplomatie oder Vermögen? Wir können uns mal die Diplomatie. Da gibt es viele Anomalien. Mama mia. Hier wollte man zum Regenwald. Alles schön erkunden. Noch eine Pirateninsel. Noch Anomalien. Kulturkraft verwenden. Warten wir noch ein bisschen ab. Technologie auswählen. Das werden wir. Aber wir gehen jetzt mal zum aktuellen über. Zeitalter der Aufklärung. Stehendes Heer. Kürassiere. Grenadiere kriegen wir ja schon über unseren Nationalgeist. Oh, die maximale Armeegröße, das ist natürlich, das ist ein Muss. Dann müssen wir es nehmen. Region inaktiv. Palazzo wurde in Nicomedia gebaut. Dann ein Aufklärungsballon. Als nächstes dann noch so ein Turm hier. Wieso stehen denn jetzt hier die neuen Gebäude noch nicht da? Beziehungsweise sind ausgegraut? Das müssen wir uns mal angucken. Und wo sind die überhaupt? Wartet, da müssen wir nochmal nachgucken. Gießerei. Ach, das sind Schaufelverbesserungen. Das sind alles Schaufelverbesserungen. Okay. Da haben wir das nämlich. Hier. Gießerei.
komm mit dir. Habt ihr Eisen hier? Das ist Kohle, oder? Ja. Ihr habt gar kein Eisen. Bedeutet, wir müssten hier eigentlich erstmal die Hügel abbauen. Vier Kupferbarren müssten dann umgewandelt werden, oder? Testen das mal. Wir bauen hier einfach mal eine Mine. Wir kommen dann hier raus. Nix. Doch. Kupfer. Das Kupfer müsste erstmal zu Barren geschmolzen werden. Oha. Schmelzofen. Das ist so krass, das Game. Also wirklich, wirklich richtig krass, Mann. Diese ganzen Güterketten, das ist schon, das wird ja wirklich immer, immer komplexer und komplizierter und länger. Vor allem die ganzen Güterketten werden immer länger. Hammer. Gefällt mir, macht mir Spaß. Runde beenden können wir machen, aber erst in der nächsten Folge. Freunde der Nacht, denkt bitte dran, Däumchen nach oben, was in die Kommentare und ganz, ganz wichtig, Abo da lassen. Motivation ohne Ende für mich hier. Kostet euch keinen müden Cent. Und vielen Dank natürlich auch an alle, die schon ein Abo da gelassen haben und dem Kanal hier die Treue halten. Danke dafür, Leute. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin, bye bye. Euer Sahadum.